Tag, wir sind in Mönchengladbach, kennen ja alle die In-Location. Du weißt es auch schon, du bist zum ersten Mal in Mönchengladbach. Ja. Aber du wirst immer wieder kommen. Na ja, mal sehen. Aber schau mal. Wow. Aber hier zum Beispiel in der Friedrichshalle komme ich immer sehr gerne. Die ist ja in Mönchengladbach. Ja, aber nicht Gladbach selbst. Mönchengladbach zum ist sehr schön. Ist Mönchengladbach Gladbach? Ist das dasselbe? Ja. Ja. So, wir müssen aber, wir sind ja aber wegen was ganz. Nicht Bergestadtbach. Nee, eben, genau, deswegen, ja. Das ist schäbisch, schäbisch, glaube ich. Heidi Klum kennst du noch? Klar, aber du bist doch voll jung. Du bist GNTM. Ja, ein bisschen. Wen fandst du am besten bisher bei GNTM? Ich gerade ehrlich gesagt nicht, ich hab das nicht so krass verfolgt. Ist nicht konzentriert. Nee. So, also wir haben die neue Popcorn, oder ich genauer gesagt habe die neue Popcorn mit super geilen Stickern. 77 Sticker. Welchen willst du haben? Welchen von den Stickern willst du haben? Das ist schon viel schön. Xoxo. Viel dabei. B-Day Bash. Oh. Also das alle in Sternchen. Also gut, das kannst du gleich überlegen. So, wir gucken mal, wer als coolste ist. Also Trending würde ich nehmen. Hashtag ja? Trending. Du kriegst Hashtag Trending. Also hier ist Capital Bra. Würdest du den übers Bett hängen? Nee. Nein, warum nicht? Weil die jetzt alle Eistee machen. Ich glaub, die Capital machen Bra gerade, macht ja, Eistee? Digga, was ist denn mit dir? Du bist so an der Zeit vorbei immer, ne? Capital Bra macht Eistee. Ja, klar, alle machen Eistee. Capital Bra Tee, dann gibt's diesen von der anderen Shireen. Ja, den weiß ich. Den Bushido hat jetzt auch einen Eistee. Was ist los? Ein Kollege hat, glaube ich, auch einen Eistee. Die machen alle Eistee. Sind die bescheuert, ey? Ja, das ist so ein Ding, glaube ich. Die sind doch bekloppt. Dann haben wir hier Cardi. Was ist mit der? Und hier sind die Elevator Boys. Kennst du die? Nee, aber die sind im Aufzug. Das kann ich verstehen. Aber findest du gut? Was? Das auch die Elevator Boys, cool. Ne, die Boys, so der Look. Ne, finde ich furchtbar. Was könnte man da besser machen als alles? Alles. So, dann die kennen wir beide nicht. 24 Tim. Und ja, das war's dann auch schon. Aber, Moment. Kim Kardashian kennen wir. Achso, Kim Kardashian, was sagst du da styletechnisch? Styletechnisch sage ich krasses Latexkleid nix, an, ne? Aber nichts echt. So, aber. Unter dem Latexkleid nichts echt. Why don't we? Ja, das frage ich dich. Auch noch nie gehört. Das frage ich dich. Und dann haben wir noch... Sieht super traurig aus. Wer ist das? Why don't we? Why don't we? Ja, das sind halt traurige Boys. Ja, es ist nicht immer nur Frohsinn und so. Boys. Ja, sind sad. Why don't we? Und dann haben wir... Conan Gray. Kennen wir auch nicht. Aber jetzt kommt jemand, den wir kennen. Billie Eilish, meine Damen und Herren. So. Also läuft. Vom Shooting, ne? Vom letzten. Ja. Wenn ihr das Shooting nicht gesehen habt, könnt ihr mal auf meine Galerie gehen. Alles so, was glaubst du, was die Markierten sich markieren lassen heute? Maden. Schau mal doch mal, was das ist. Hallo, liebe Markierte. Hallo. Wir sind schon mächtig gespannt. Fledermäuse gibt's, Maden, alles Mögliche, was die Leute tätowiert haben. Das ist ganz untypisch. Was denkst du, was das sein könnte? Das ist ein Männchen, ein Mädchen-Männchen. Aber wer ist es? Ines, sag mal, wie du es vorhin mir erklärt hast, wer das sein soll. Nein, jetzt sage ich das nicht mehr. Es ist Wednesday. Ja, Wednesday. Du hast es erkannt, es ist Wednesday. Die Ines hat Wednesday gesagt. Warum Wednesday Adams? Ja, ich wollte eine Thursday haben, aber die konnte mir nicht malen. Warum dann habe ich gedacht, naja, komm. Was war das Problem bei der Thursday? Die Zöpfe. Ja, aber die hat doch Zöpfe, die... Aber die sollten pink sein. Ach so, die Und Ines hat kein Pink. Da will man schwarz haben. Müssen wir Wednesday nehmen. Verstehe. Bist aber trotzdem glücklich, oder? Ja, Wochenmitte, Bergfest, alles gut. Läuft. Ja. Sehr, sehr gut. Mann, die Figur. Tante Jara. So, was ist bei euch? Wer von euch kriegt ein Tattoo? Oder kriegt ihr gar keins? Doch, ich bekomme eins. Du hast aber jemand zum Händchen halten dabei. Ja. Du bist einer der Besitzer unseres Forensic Buttons. Da musst du schon sehr lange Fan sein. Den gab es ja vor sehr langer Zeit nur noch. Oder wo hast du den? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn geschenkt bekommen. Oh. Aber ich bin genauso lange wie der Verschenkte, die Verschenkende auch Fan. Und ja. Und von daher sind wir also zusammen da. Also das ist eine echte Rarität, die ihr hier seht. Gibt's nirgendwo mehr. Sehr, sehr gut, es läuft bei den Markierten in Mönchengladbach. Wir sind schon mächtig gespannt. Wenn, würdest du eins von den Postern haben wollen, Häschen? Eins von deinen Postern? Mhm, aus der Popcorn. Aus der Popcorn, ja. Ich dachte jetzt schon ein Poster Billie von dir. Eilish, ne? Ja, du kannst auch ein Poster Billie von... Eilish. Du willst ein Poster von mir? Ganz mal. Kriegst du. Ihr habt gehört, sie will ein Poster von mir. Nein. Ich denke, es wird... Ich muss dich jeden Tag ansehen, ich möchte nicht noch ein Poster von dir haben. Ich habe verstanden, ich will ein Poster von mir. Sie will ein Poster von mir.